Samurai, die Elitekrieger des feudalen Japan, sind weltbekannt für ihre beeindruckenden Rüstungen, das ikonische Katana-Schwert und ihre unerschütterliche Kampfkunst. Doch eines scheint zu fehlen. Warum trugen Samurai keinen Schild? In vielen anderen Kulturen waren Schilde essentiell. Samurai und ihre Vorfahren benutzten tatsächlich Schilde. Bis zum 5. Jahrhundert waren sie Teil der Kriegsführung in Japan. Doch mit der Zeit verschwanden sie allmählich vom Schlachtfeld. Warum? Die Antwort liegt in einer entscheidenden Veränderung der Kriegsführung. Im 5. Jahrhundert führte das japanische Yamato-Volk Kriege gegen die Emishi, ein Volk im Norden Japans, das berüchtigt für seine berittenen Bogenschützen war. Um diese Bedrohung zu bekämpfen, begannen die Yamato, ihre Kriegsführung anzupassen und selbst berittene Bogenschützen einzusetzen. Ein Schild in der Hand hätte die Beweglichkeit eines Bogenschützen auf dem Pferd behindert. Stattdessen setzten die Samurai auf hochentwickelte Rüstungen. Diese waren so konzipiert, dass sie den Körper fast vollständig schützten, während sie gleichzeitig Beweglichkeit boten. Besonders die massiven Schulterplatten und Brustpanzer waren entscheidend, um die Notwendigkeit eines Schildes zu umgehen. Die Samurai-Kampfkunst, die auf Präzision und Beweglichkeit setzte, harmonierte hervorragend mit dieser Art von Schutz. Neben dem berühmten Katana-Schwert trugen die Samurai auch oft Speere, sogenannte Yari, sowie Bögen, die als Yumi bekannt waren. Der Speer war besonders nützlich in der Infanterie und der Langbogen erlaubte es den Samurai, aus sicherer Entfernung anzugreifen. Beide Waffen erforderten freie Hände und volle Beweglichkeit. Ein weiterer Faktor war die Einführung von Schusswaffen im 16. Jahrhundert. Ein gewöhnlicher Schild war gegen Schüsse weitgehend wirkungslos. Stattdessen sah man verstärkt befestigte Schilde auf dem Schlachtfeld, die als Deckung genutzt wurden, ähnlich wie die europäischen Pavese-Schilde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, hinterlassen Sie doch ein Like, einen Kommentar und abonnieren Sie unseren Kanal, um kein Video mehr zu verpassen.